Give me the thing. Der Computer hat ein Warenanlieferungsberechtigungsantragsformular. Genau, UWBAF war doch richtig, meine Güte. Jetzt muss es noch unterschrieben werden. Und das wird nichts. Geklonter Pirat, Absperrband. Ich nehme mal an, wir können jetzt durchspazieren. Ein schwarz-gelbes Absperrband. Borussia Dortmund! Hey, lass deine... Da kann ich von hier nicht rein. Borussia Dortmund! Naja, dann halt nicht. Ah, die Maslow. Hallo, hallo, hallo. My name is keine Ahnung und welcome. Ofen, Schrank, Putzmittel. Können wir jetzt die Teetassen nehmen? Die muss doch für irgendwas gut sein. Ich will das nicht klauen, wenn ich es nicht wirklich brauche. Sie könnten es merken, wenn sie zurückkommen. Und dann lande ich vielleicht im Knast. Als ob dich das jemals interessiert hätte. Wassersprühe. Können wir irgendwelche Putzmittel nehmen? Ich will das nicht klauen. Du brauchst es nicht, na gut. Gut, das bringt jetzt noch nichts, aber da werden wir bestimmt auch irgendwas machen müssen. Hoppla, später, wahrscheinlich mit dem Ofen irgendwas, nehme ich mal an. Durch den rechten Gang, so. Also, Aufzug und linker Gang. Halt, Moment. Kann ich das? Nein, ich dachte, weil hier ein Schlüssel hing, aber den kann ich nicht benutzen. Schild. Arbeiter von A. Rudensnitzky. Wunderschön. Eine frisch polierte Messingstatue. Moderne Kunst ist echt nicht mein Ding. Können wir damit, können wir sie töten? Ich glaube nicht, dass das Sinn macht. Wir können Messing töten, komm schon. Die lässt sich nicht... Ja, ist zu schwer, ich weiß. Das Zeichen der Crips sieht man hier überall. Ach so, du nimmst sie mit? Ja, das ist geil, okay. Das müssen wir wahrscheinlich an den Roboter dann machen. Jetzt müssen wir nur noch das UWBAF unterschreiben. Was sagst du zu dieser Wache? Der sieht ganz schön tough aus. Tougher Boy, Digga. Was machst du hier? Sieht man das nicht? Ich bewache diese Tür hier. Du könntest auch die anderen Türen. Im Stehen also schlafen. Du dich wohl nicht vom Fleck rühren. Nein. Na ja, schade. Sind hinter diesen Türen die Gefängniszellen? Jupp. Das Verhör läuft schon. Deswegen darf niemand rein. Ja gut. Mach's gut. Landeplattform. Ach so, da kommen wir her. Okay. Ah, wir können von beiden Seiten dahin. Na gut, aber ich würde sagen, wir erstatten erstmal Bericht. Beziehungsweise. Warum sollte ich das tun? Naja, der wollte doch das. Naja, egal, vergiss es. Was soll ich nochmal machen? Den Eingang zur Lagerhalle für uns finden. Hab ich ja. Ach. So. Ich hab ein Formular. Dieser Antrag hier... Oh weia, immer mit der Ruhe. Wurde nicht unterzeichnet. Hey, stehen bleiben! Genehmigung vorzeigen. Klar. Einen Moment. Ist mit dir noch irgendwas? Hast du mir vielleicht was zu sagen, Günther? Na Kumpel, was geht ab? Warum treibst du... Geht ab, Junge? Bist du für die UWBAF? So, ach, klar. Wem? Hier, echt jetzt? Ach so. Aber ich könnte Meldung machen. Scheiße. Oh, ich hole die richtige ID-Karte. War nur ein Spaß. Sorry, ich wollte es nicht wegdrücken. Ich dachte, es funktioniert nicht. Okay, aber wir wissen auf jeden Fall, wir brauchen die richtige ID-Karte. Das ist keine gute... Warum nicht? Können wir den ausschalten? Hier. Das geht so. Wir machen ihn sauber. Ich wüsste. Ich auch nicht. Das ist keine gute Idee. Keine gute Idee. Aber schau mal das Antragsformular mal an. Anlieferungsberechtigungsantragsformular. Okay. Allerdings ist es noch nicht unterzeichnet. Ja, können wir das denn unterzeichnen? Ich brauche eine. Du brauchst eine Unterschrift hier. Das Zeichen der Crips aus Messing. Ich glaube, dafür finde ich eine bessere Verwendung. Okay. Eine Mitteilung, okay. Das scheinen Richtlinien für das Aussehen von Crips Transportrobotern zu sein. Interessant. Da muss das Zeichen sein und hier Absperrband. Ach, das ist ja interessant. Wir brauchen also Absperrband. Fällt dir noch was auf? Auch was auf? Was denn? Die Tatsache, dass wir ein und dieselbe Person sind. Ah, Mann, nicht so laut. Ja, was geht denn, Alter? Ich selbst. Ich bin ja nicht blind. Und? Was sagst du dazu? Tja, was soll ich sagen? Du gibst also zu, dass du mein Klon bist. Natürlich. Sie haben es mir in dem Augenblick gesagt, als ich aus der Maschine rausgekommen bin.
Ich bin stärker, intelligenter und einfach besser als das Original. Ja, du. Moment mal. Bin ich nicht ganz deiner Meinung. Ach ja, warum? Darum. Mein Kopf. Versager. Und ganz nebenbei, mein Afro ist größer. Genau, dein Afro. Naja, egal. Weil ich das Original bin, verlange ich, dass du verschwindest. Träum weiter, Mann. Pass auf, dass ich dich nicht verpfeife. Woher wollen Sie wissen, wem von uns beiden Sie trauen können? Mein genetischer Code ist in der Datenbank gespeichert. Ach, scheiße. Außerdem habe ich diese ID-Karte. Und du nicht. Gib her. Was, wenn ich dich zusammenschlage? Die können unseren genetischen Code überprüfen. Meiner ist der richtige. Wie hältst du das nur aus? Als schlechte Kopie einer anderen Person? Wie du siehst, arbeite ich hier, während du hier eigentlich nichts zu suchen hast. Geh und mach die Klos sauber. Okay. War ja nicht ernst gemeint. Das will ich hoffen. Mhm. Du hast Migräne? Ja, seit dem Klon. Keine Ahnung warum. Das kommt davon. Richtig so. Bitte nicht herumplärren. Mit was haben sie dich geklont? Mit deiner Blutprobe. Blutprobe? Kann mich nicht daran erinnern, jemals eine gemacht zu haben. Tja, sie hatten sie aber. Ich habe mir wirklich noch nie Blut abnehmen lassen. Das habe ich auch nicht gesagt. Sie haben dir heimlich Blut abgenommen, als du gegen Windpocken geimpft wurdest. Windpocken? Ja, da war irgendwas. Aber ich kann mich nur noch bruchstückhaft dran erinnern. Es war am 15. Mai. Am 15. Mai? Ah, da hatte Sammy der Schlitzer Geburtstag. Warte mal, Sammy hat eine Party geschmissen. Wir haben bestimmt 5 Fässer Space Dragon Bier getrunken. Und am nächsten Tag war dann die Impfung. Kann sein. Oh mein Gott, die haben dich aus meinem Promille-Super-GAU-Blut geklont. Geschieht dir recht? Du hast einen Gendefekt. Tja, großer Mist. Was soll ich tun? Ich glaube, da hilft nur eine Entgiftungstherapie. Oh wow. Ich kann dafür sorgen, dass deine Kopfschmerzen verschwinden. Echt? Oh Mann, das wäre der Hammer. Ich wäre dir dafür echt dankbar. Wie dankbar? Ich würde dich nicht verpfeifen. Wow, du bist aber großzügig. Das Geschäft ist geplatzt. Nein, warte. Wenn du mir hilfst, werde ich ab und zu ein bisschen unaufmerksam sein. Und das heißt? Du kannst tun und lassen, was du willst. Klingt gut. Das ich klingt mir was super. Und ich habe dann wirklich Narrenfreiheit? Solange es wirkt. Man muss ja alles mal nachprüfen. Tu das bitte. Ich muss klar. Hilf Dannys Klon. Das geht so nicht. Warum denn nicht? Kann man es benutzen? Lieber. Okay, wir müssen ihm irgendwie was gegen Migräne hier Dings da. Hey. Das kann ich erst nehmen, wenn Dings geheilt ist oder keine Ahnung. Könnte ich die Schote trocknen? Ich glaube nicht, dass das Sinn macht. Ja, was du glaubst, ist egal. Sind Agnostiker hier. Ich will das nicht klauen, wenn ich es nicht wirklich brauche. Sie könnten es merken, wenn sie zurückkommen. Und dann lande ich vielleicht im Knast. Ja, oder Atheist, oder keine Ahnung. Wir glauben auf jeden Fall nicht hier. Mann. Scheiße. Gute Idee. Pfefferspray. Och komm, das ist doch dämlich. Ey, das könnt ihr doch nicht machen, Alter. Habe ich ja was übersehen. Schrank. Putzmittel, Tester. Jetzt kann ich das auch machen. Warum ist da zweimal Schrank, wenn ich ihn nur einmal öffnen kann? Das ist dämlich. D-Punkt-ähmlich, ey. Pfefferspray. Was könnte ich denn? Wie könnte ich denn? Wo könnte ich denn? Ich gehe jetzt einfach alle mal ab und versuche alle auszuschalten mit Pfefferspray. Ich wüsste nicht. Ich auch nicht. Ist doch egal. Heul. Dafür reicht's ja noch. Das geht so. Das geht nicht. Kommen wir unseren Klon vielleicht. Lieber. Das wäre fies, aber ja. Hoppla. Können mit ihm reden. Ich meine, wir haben jetzt ein tolles Mittel gegen Kopfschmerzen. War ein guter Versuch. Willst du Pfefferspray? Sorry, das kann ich nicht machen. Kannst ja mal probieren. Mittel gegen Kopfschmerzen. Habe ich hier was übersehen? Pflanze, Rohbretter. Das ist Rohbretter. Ich muss sie irgendwie reinschleusen. Ich habe eine Idee. Okay. Ich höre. Sieht ganz so aus, als würden sie Transportroboter in die Lagerhalle lassen. Wir könnten doch Rohbretter als Transportroboter tarnen und dich dann reinschleusen. Die Idee klingt nicht schlecht. Okay.
Aber dazu müssen wir Rohbretter wirklich gut tarnen, damit wir nicht auffliegen. Ja, ich bin schon dabei. Okay, sag, wenn du soweit bist. Kennst du dich zufällig mit Medizin aus? Bei der Ausbildung hatten wir mal eine Schulung. Was willst du wissen? Weißt du irgendwas, womit man schnell einen Kater wegkriegt? Oh ja. Du brauchst Seife, ein Ei und etwas Wasser. Rühre alles zusammen. Bring das Gemisch zum Kochen und voilà. Und das war's? Ja, ist ein altes Rezept meines Großvaters. Cool, danke, Mann. Kein Problem. Okay. Rätsel, was hilft schnell gegen einen Kater? Eine Box. Schrödingers Kater, naja. Ich fand es einfach echt eine tolle Idee. Ja, muss man auch mal ehrlich sein. Ich kann da nicht hin. Ach so, aber wir können da ja hingehen. Oder können wir das nehmen? Nein, wir haben schon einen. Naja gut, hast du auch wieder recht. Ach so, so kommen wir nur hier hin, okay. Kann ich euch vielleicht... Sorry, das... Warte, was brauchte ich? Seife... Ei und Wasser. Seife. Wo kriegen Seife her? Boah, Seife voll ekelhaft, Alter. Will ich nichts mit zu tun haben. Was soll? Ja, sag mal was. Dr. Green, bitte in die Zentrale. Ich wiederhole, Dr. Green, bitte in die Zentrale. Gut, das hat schon mal nichts gebracht, aber war mal Versuch wert. Aha. Halt! Da darfst du nicht rein. Warum denn nicht? Weil es nicht erlaubt ist. Neue Vorschrift des Managements. Riesenbegründung. Trottel. Halt! Ist mit dir noch was? Mach's gut, nein. Sorry. Es wäre keine gute Idee, das... Naja, man kann es ja als Deo benutzen. Damit kann man jemanden in Sekunden schneller außer Gefecht setzen. Ich glaube, das brauche ich jetzt noch nicht. Aber wozu brauche ich denn Seife? Das Einzige, was mir einfällt, wären... Naja, aber... Putzmittel sind ja nicht wirklich Seife. Oh, Flüssigseife. Okay, ich habe ja nichts gesagt. Ich nehme alles zurück, was ich jemals gesagt habe. Teetasse. Ich frage eigentlich... Nö, komm. Nö, ich sag nichts mehr. Keine Sorge. Kann ich davon... Naja, es wird wahrscheinlich keinen Sinn machen. Philipp, vielleicht. Das ist keine gute Idee. Naja, aber auch ein Versuch wert. Pflanze, 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 Pflanze. Ach, die Flüssigseife. Oh. Nest mit Eiern. Ich wüsste nicht. Also, wir wissen ja, wir brauchen einen langen Arm, um an die Eier zu gelangen. Das wird nicht. Da komme ich nicht ran. Und in den Sumpf gehe ich bestimmt. Können wir denn Rohbretter nehmen? Oder können wir... Ich kann. Du kannst natürlich da nicht hingehen. Das wird nichts. Das ist Roh. Das ist ja wunderbar. Ich kann mit der echt nichts machen. Nein, wir haben... Wir haben schon eine. Können wir Wasser nehmen? Hätten wir immerhin schon mal eine von drei Zutaten. Ja, das Wasser ist ganz schön eklig. Hast du jetzt eins? Oh, jetzt ist Sumpf. Super, okay. Flüssigseife. Ich habe etwas Flüssigseife in die... Da komme ich nicht... Du kommst nicht ran. Ich wüsste nicht... Eine gewöhnliche Tasse aus Keramik mit etwas Sumpfwasser, Flüssigseife drin. Wunderbar. Naja, probier's halt mal. Kann der uns helfen? Wir brauchen einen verlängerten Arm. Das war ein Nein. Hab ich dich wohl falsch verstanden? Was? Ich muss da mal wieder. Man sieht sich. Okay. Von mir aus einen verlängerten Arm. Ist ja auch noch draußen noch was. Natürlich, natürlich. Der Busch ist schon ziemlich. Dann nimm dir einen Ast. Ich brech mir einen Ast ab. Ja, ich brech dir auch gleich was ab, ey. Es sind immer diese scheiß Kleinigkeiten.